Angeblicher Nervengasangriff in Khan Shaykhun ein Fake? Am 4. April 2017 soll ein Nervengiftangriff in Khan Shaykhun, Syrien, stattgefunden haben. Zu diesem Vorfall veröffentlichte das Weiße Haus am 11. April 2017 den Bericht über den angeblichen Ort der Sarin-Ausbreitung. Doch Theodore A. Postel, ein Fachmann vom Massachusetts Institute of Technology, stellt in diesem Bericht grobe Fehler fest. Zum Beispiel ist der einzig offene Raum in der Siedlung nicht identisch mit dem Platz, auf dem laut Videoaufnahmen die Opfer der Sarin-Freisetzung behandelt wurden. Sarin ist ein starkes Nervengift, welches Ende der 30er Jahre in Deutschland als Kampfstoff entwickelt wurde. Als eine leicht flüchtige Flüssigkeit neigt Sarin dazu, speziell bei niedrigen Temperaturen erst nach und nach zu verdampfen. Aus diesem Grunde hätte laut Postel nach der Detonation der Sarinbombe unverdampftes Sarin im Krater verbleiben müssen, und zwar aufgrund des Winkels der Sonneneinstrahlung und der damit einhergehenden Temperatur. Auf einem Foto, das 4 Stunden nach der Explosion vom Einsatzort aufgenommen wurde, ist eine gegen Giftgas ungeschützte Person zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt hätte aufgrund der Temperatur und der Sonneneinstrahlung bis dahin unverdampftes Sarin verdampfen und aufsteigen müssen. Niemals hätte sich unter den gegebenen Bedingungen dort eine Person ohne Schutzkleidung aufhalten können. Laut Theodore A. Postel war ohne Zweifel der angebliche Ort der Sarin-Freisetzung am 4. April 2017 in Khan Shaykhun kein Ort eines Nervengasangriffs. Bundeskanzlerin Angela Merkel aus der CDU macht den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad für die Eskalation des Syrien-Konflikts verantwortlich. Er trage die alleinige Verantwortung für diese Entwicklung, heißt es in einer am letzten Freitag in Berlin verbreiteten gemeinsamen Erklärung Merkels und des französischen Präsidenten François Hollande. Ins selbe Horn stoßen die G7-Außenminister bei ihrem aktuellen Treffen in Italien. Auch der türkische Justizminister Bekir Boztak beeilte sich, den syrischen Präsidenten Assad für den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen verantwortlich zu machen. Verwiesen wird dabei auf eine Autopsie durch die Weltgesundheitsorganisation WHO. Doch deren Sprecher, Tarik Yasharevic, erklärte gegenüber RT Deutsch, dass die Organisation gar nicht an der Autopsie beteiligt war. Wir können die Ergebnisse der Autopsie nicht bestätigen, erklärte Yasharevic gegenüber RT Deutsch. Auch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen warnt aufgrund der nach wie vor unklaren Sachlage eindrücklich vor voreiligen Schlüssen. So glasklar wie die westlichen Staatschefs die alleinige Schuld von Syriens Präsident Assad auf Anhieb als erwiesen ansehen, scheint es also gar nicht zu sein. Klagemauer TV griff bereits in folgenden Sendungen massive Ungereimtheiten auf. Mutmaßlicher Giftgasangriff ruft Kriegstreiberpolitiker und Medien auf den Plan. Und Syrien, wahrscheinlicher False Flag Giftgasangriff, US-Regierung setzt auf Kriegseskalation. Der Journalist Zlatko Bercinic erklärt hierzu auf der investigativen Internetplattform Anonymous News einen weiteren äußerst wichtigen Hinweis. So schnell wie der vermeintliche Giftgasangriff auf die Terroristenhochburg Khan Shaykhun war selten ein Vorfall aufgeklärt. Al-Qaida-nahe Quellen wussten bereits Stunden vor der Attacke, dass es in der Gegend einen C-Waffenangriff geben würde. In sozialen Netzwerken kündigten pro-westliche Rebellen das Ereignis und die darauf folgend breit angelegte Medienkampagne des Westens sogar im Voraus an. All dies können Hinweise darauf sein, dass Politiker, Medien und Vor-Ort-Akteure den Regieanweisungen globaler, kriegstreiberischer Strippenzieher folgen. Dafür spricht auch folgender Hinweis. Zu den US-Luftangriffen auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt nahe Homs wies der Pressesprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkov in einer Pressekonferenz darauf hin, dass der Luftschlag mit Marschflugkörpern lange vor den Ereignissen geplant worden sein müsse. Zur Vorbereitung eines solchen Schlags sei ein großer Komplex an Maßnahmen zur Ermittlung, Planung, Vorbereitung der Luftwaffeneinsätze und das Versetzen der Raketen in den Zustand der Kampfbereitschaft nötig.
Immerhin wurden 59 Raketen verschossen, die pro Stück 1,5 Millionen US-Dollar, also insgesamt ca. 90 Millionen US-Dollar kosteten. Für jeden Spezialisten sei es klar, so Konaschenkov, dass die Entscheidung, einen Luftschlag auf Syrien durchzuführen, in Washington lange vor den Ereignissen im Ort Khan Shaykhun gefällt worden sein musste. Diese seien demnach nur als formaler Vorwand vorgeschoben worden. Die Weltöffentlichkeit bleibt somit gut beraten, allen noch so vollmundig bekundigten und scheinbar erwiesenen Gründen für Kriegseintritte mit äußersten Bedenken zu begegnen. Mutmaßlicher Giftgasangriff ruft Kriegstreiber, Politiker und Medien auf den Plan. Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer. Zu dieser Erkenntnis kam der griechische Dichter Aeschylus bereits im 5. Jahrhundert vor Christus. Allerdings lehren leidvolle Erfahrungen in den Kriegen des 19., 20. und jetzt auch des 21. Jahrhunderts, dass die Weisheit des Aeschylus einer Erweiterung bedarf. Die Wahrheit stirbt nicht erst im Krieg, sondern schon in der Entstehungsphase einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Durch Lügen und Täuschungen werden die Völker psychologisch gelenkt und kriegswillig gemacht. Und durch Lügen wird schlussendlich ein Kriegseintritt vordergründig gerechtfertigt und heraufbeschwört. Im ersten Irakkrieg im Jahr 1990 war es die sogenannte Brutkastenlüge. Im zweiten Irakkrieg 2003 die Lüge, Saddam Hussein würde Massenvernichtungswaffen besitzen. Und im Libyen-Krieg 2011 die Lüge, dass man das libysche Volk vor seinem Machthaber Muammar al-Gaddafi beschützen müsse. Seit gestern macht nun in den westlichen Massenmedien eine neue Behauptung die Runde, die Potenzial hat, einen erneuten Kriegseintritt der westlichen Streitkräfte heraufzubeschwören, beziehungsweise den Krieg in Syrien zu erweitern, was gemäß Militärexperten leicht zu einem Weltkrieg ausarten könnte. Die neueste Behauptung eines mutmaßlichen Giftgasangriffs in Syrien, es sollen mindestens 58 Menschen, darunter Kinder, ums Leben gekommen sein, wird von den westlichen Politikern und Medien zweifelsfrei der Assad-Regierung angelastet. EU, Paris, London und USA prangern Assad an, hieß es zum Beispiel beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Doch erinnern die neuesten Behauptungen stark an die Brutkastenlüge aus dem Jahr 1990. Damals sagte ein 15-jähriges Mädchen unter Tränen vor laufenden Kameras aus, dass sie in einem kuwaitischen Krankenhaus gesehen habe, wie irakische Soldaten Säuglinge aus den Brutkästen gerissen und auf dem Boden hätten sterben lassen. Das Mädchen aber flog als eine kuwaitische Diplomatentochter auf, die von einer amerikanischen PR-Agentur engagiert wurde und für diese Brutkastenlüge sehr viel Geld kassierte. Sie arbeitete nie in diesem Krankenhaus. Die Geschehnisse waren erstunken und erlogen. Diese inszenierte Leidensgeschichte von kleinen Kindern führte zu nichts weniger als zu einem sehr großen Völkermord im Irak. In der Sendung Kriegsstrategie – Leidende Kinder berichtete Klagemauer TV, wie auf diese Weise Emotionen geweckt und ganze Völker zur Kriegsbereitschaft stimuliert werden. Auch im jüngsten Fall kursieren Bilder mit Kinderleichen in Todesstarre, mutmaßlich erstickt vom Giftgas. Julian Reichelt, Vorsitzender der Bild-Chefredaktionen, kommentierte, dass nie wieder tatenlos zugesehen werden dürfe, wenn Kinder vergast werden, was in Syrien in den vergangenen Stunden geschehen sei. Ins selbe Horn blies SRF und titelte am 5. April, die zivilisierte Welt darf diesen Vorfall nicht ignorieren. In Anbetracht solch klarer, kriegstreiberischer Sprache muss dringend die Frage gestellt werden, woher diesmal die Informationen über den mutmaßlichen Giftgasangriff stammen und ob es sich hierbei nicht wiederum um eine Lüge handeln könnte. Die westlichen Leitmedien berufen sich, wie könnte es anders sein, auf die syrischen Beobachtungsstellen für Menschenrechte. Aktivisten, deren Angaben sich nicht unabhängig überprüfen ließen, und auf Rettungshelfer der Zivilschutzorganisation Weißhelme. Gemäß Syrien-Kennern wie der kanadischen Journalistin Eva Bartlett können alle drei nicht als glaubwürdig erachtet werden.
Diese Organisationen stützen sich auf die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Diese sitzt in Coventry, Britannien und besteht aus einem einzigen Mann. Sie stützen sich auf kompromittierte Gruppen wie die Weißhelme. Reden wir über die Weißhelme. Sie wurden 2013 von einem britischen Ex-Offizier gegründet. Sie wurden von den USA, Britannien, Europa und anderen Staaten mit 100 Millionen Dollar finanziert. Sie geben vor, in Idlib und Ost-Aleppo Zivilisten zu retten. In Ost-Aleppo hat aber noch niemand etwas von ihnen gehört. Ich sage niemand und denken Sie dabei daran, dass jetzt 95% Ost-Aleppos befreit sind. Die Weißhelme geben vor, neutral zu sein. Dennoch tragen sie Waffen und stehen auf den Leichen syrischer Soldaten. Und ihre Videoaufnahmen enthalten Kinder, die in verschiedenen Berichten auftauchen. Das Mädchen Aya taucht an zwei verschiedenen Orten in verschiedenen Monaten auf. Sie sind also nicht glaubwürdig. Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte ist nicht glaubwürdig. Nicht genannte Aktivisten sind nicht glaubwürdig. Ein-, zweimal vielleicht, aber jedes Mal nicht glaubwürdig. Ihre Quellen vor Ort, die gibt es gar nicht. Stammte die Brutkastenlüge im Jahr 1990 von einer 15-jährigen Diplomatentochter, so stammen die Bilder und Informationen des mutmaßlichen Giftgasanschlags ausschließlich von Rettungshelfern der Organisation Weißhelme. Auf fast allen Bildern, die von den westlichen Leitmedien veröffentlicht wurden, sind Rettungshelfer der Weißhelme anhand ihrer Abzeichen klar erkenntlich, meistens mit leidenden Kindern oder einem Kind auf den Armen. Jedoch können die Weißhelme nicht als glaubwürdig erachtet werden, wurden sie auch schon mehrfach dabei ertappt, wie gefälschte Bilder mit Kindern oder gespielte Rettungsvideos der Weißhelme im Netz verbreitet wurden. Einzelheiten finden Sie in eingeblendeten Sendungen. Die vor Ort berichtende britische freie Journalistin Vanessa Beeley entlarvte die humanitäre Organisation als Unterstützergruppe der Terroristen. Ziel der Weißhelme sei es, eine Anti-Assad-Propaganda zu produzieren. So müssen auch die neuesten Beschuldigungen gegen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad als brandgefährliche Kriegspropaganda betrachtet und sorgfältig auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden. Was jedoch nicht mehr geschehen darf, dass kriegstreiberische Redekunst der westlichen Medien und Politiker Glauben geschenkt wird, die sich unglaubwürdiger Quellen bemächtigen und leidende Kinder instrumentalisieren. Theodore Postol ist ein US-amerikanischer Professor im Ruhestand am bedeutenden Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT. Als Professor für Wissenschaft, Technologie und nationale Sicherheitspolitik setzte er sich mit Waffentechnologien auseinander und untersuchte die amerikanische Rüstungspolitik kritisch. Anfang der 90er Jahre übte er viel beachtete Kritik am Einsatz von Patriot-Flugabwehrraketen im Zweiten Golfkrieg. Auch war er einer der schärfsten Kritiker der nationalen Raketenabwehr der USA, ein zur Regierungszeit von US-Präsident George W. Bush angestrengtes Rüstungsprojekt. Dieses könne unter realen Bedingungen kaum funktionieren, so Postol, der dabei samt dem Massachusetts Institute of Technology ins Kreuzfeuer der US-Administration geriet. Im Jahr 2013 untersuchte Professor Postol die Giftgasangriffe von Ghouta in Syrien vom 21. August. Eine UNO-Untersuchung vor Ort wies den Einsatz des chemischen Kampfstoffs Sarin in hochkonzentrierter Form nach, der mittels Boden-Boden-Raketen verschossen worden sei. Boden-Boden-Raketen werden vom Boden aus gegen Bodenziele abgefeuert. Nach unterschiedlichen Angaben sollen dabei zwischen 281 und 1729 Menschen gestorben sein, wobei alleine die Widersprüchlichkeit dieser Zahlen Fragen aufwirft. Die von den Rebellen veröffentlichten Fotos mit Kindern sorgten weltweit für Empörung. Am 30. August legte der damalige Außenminister John Kerry einen Geheimdienstbericht vor, der die syrische Regierung verantwortlich machte. Am 31. August 2013 kündigte US-Präsident Barack Obama die Durchführung eines Militäreinsatzes als Reaktion auf den Vorfall an. Fast genau ein Jahr zuvor bezeichnete Obama den Einsatz chemischer Waffen als rote Linie, bei deren Überschreitung eine militärische Intervention durch die USA überdacht würde.
Jedoch wurde damals im Jahr 2013 ein militärisches Eingreifen der USA im letzten Moment abgewendet, weil die syrische Regierung unter Vermittlung Russlands einwilligte, ihre Chemiewaffenvorräte vollständig zerstören zu lassen. Am 14. September trat Syrien der Chemiewaffenkonvention bei. Am 4. Januar 2016 bestätigte die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, kurz OPCW, dass die Vernichtung aller von Syrien deklarierten Chemiewaffen abgeschlossen sei. Zusammen mit dem ehemaligen UN-Waffeninspektor Richard Lloyd veröffentlichte Professor Postol am 14. Januar 2014 einen detaillierten Bericht, in dem deutlich dargelegt wird, warum die syrischen Regierungstruppen nicht als Urheber der Giftgasangriffe von Ghouta in Frage kommen können. Der Bericht weist nach, dass die Giftgasraketen von so kurzer Reichweite waren, dass sie nur aus einem Gebiet abgeschossen werden konnten, das damals von Rebellengruppen kontrolliert wurde. Professor Postol wies auch darauf hin, dass dem damaligen US-Präsidenten Obama ursprünglich falsche Geheimdienstinformationen gegeben wurden, die nachträglich korrigiert worden seien. Der Öffentlichkeit wurde das allerdings nie gesagt. Nun zum neuesten Giftgasangriff vom 4. April 2017 in Khan Shaykhun im Nordwesten von Syrien, wogegen 100 Menschen starben. Obwohl in den Überschriften der Leitmedien noch von einem mutmaßlichen Giftgasangriff die Rede war, war für zahlreiche westliche Politiker und Medien von der ersten Minute an klar, dass der syrische Präsident Bashar al-Assad hinter dem mutmaßlichen Giftgasangriff auf sein Volk stecken müsse. Dies führte schließlich zu dem US-Raketenangriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt in der Nacht auf den 7. April. Klagemauer TV berichtete davon in den eingeblendeten Sendungen. Am 11. April veröffentlichte die New York Times einen Geheimdienstbericht aus dem Weißen Haus, der bestätigen soll, dass das syrische Regime einen Angriff mit Chemiewaffen gegen ihre eigene Bevölkerung in Khan Shaykhun durchgeführt haben soll. Aufgrund der dort vorgelegten Dokumente kommt Professor Theodor Postol allerdings zu einem völlig anderen Ergebnis. Als wichtigsten Beweis für den Luftangriff enthält der Geheimdienstbericht Fotos des Explosionskraters, der beim Abwurf der Giftgasbombe entstanden sein soll. Professor Postol weist dagegen überzeugend nach, dass eine Granate mit dem Nervengas durch eine vorbereitete Sprengladung am Boden zur Explosion gebracht wurde. Der Geheimdienstbericht der US-Regierung sei fehlerhaft, ohne Beweise und ohne konkrete Kenntnisse. Postol wörtlich: Der Bericht des Weißen Hauses ist auf vielen Ebenen ehrlich gesagt ein Witz. Postol denkt, dass dieser Bericht beinahe mit Sicherheit politisch motiviert war, um den US-Raketenangriff in der Nacht auf den 7. April zu rechtfertigen. Sein Fazit ist bemerkenswert. Wir müssen untersuchen, wie ein solch falscher Geheimdienstbericht auf den höchsten Ebenen unserer Regierung entstehen konnte. Die Konfrontation mit Russland hat das Potenzial zu eskalieren. Wenn das wegen falscher Geheimdienstberichte geschieht, so ist das eine sehr ernste Sache. Sehen Sie nun das Interview, das der internationale Fernsehsender RT am 13. April 2017 mit Professor Theodor Postol führte und in dem er ausführlich zum neuesten Geheimdienstbericht der US-Regierung Stellung nimmt. Professor, Sie sagen in Ihrer Beurteilung des Berichtes, dass es Ähnlichkeiten mit 2013 gibt, als es Anschuldigungen gegen Assad gab, in Ghouta mehr als 100 Menschen umgebracht zu haben. Sie haben auch den Zwischenfall 2013 untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der US-Geheimdienst schon wieder falsch gelegen haben könnte. Können Sie ausführen, was für Ähnlichkeiten es heute gibt? Ich denke, es gibt Hinweise, dass es in Bezug auf den Einsatz von Geheimdiensten im System der USA ein extremes Problem gibt. Dieser spezielle Bericht weist genaue Parallelen zu dem Bericht auf, der unter der Obama-Regierung erschienen ist, also Behauptungen, die nicht wahr sein können. Factual claims that could not be true.
Ein Beispiel. Sie behaupten, dass amerikanische Infrarotsatelliten den Start und den Einschlag der eingesetzten Sarin-Munition beobachtet haben. Das ist jedoch nicht möglich. Amerikanische Infrarotsatelliten sind sehr gut und können den Start einer Rakete sehen. Sie können aber nicht sagen, wo die Rakete gelandet ist, weil es keine Explosion gab. Sie können nur den Blitz einer Explosion wahrnehmen. Das ist also ganz offen falsch. Und kein amerikanischer Geheimdienstexperte, der etwas von seinem Fach versteht, würde behaupten, dass solche Daten vorhanden sind. And no intelligence, I want to underscore, no American intelligence expert who knows anything about their business would have argued that this data was available. So that was fabricated. Das wurde also fabriziert. Es deutet auf die Bereitschaft hochrangiger Leute im Weißen Haus hin, falsche Geheimdienstbehauptungen zu benutzen, um politische Argumente anzubringen. Das ist eine ernste, nicht tolerierbare Situation. Points and political arguments. And this is a serious, intolerable situation. Professor, ich habe 2013 über den G20-Gipfel berichtet. Obama kam nach St. Petersburg, um Unterstützung für eine Invasion in Syrien zu gewinnen. Die Prämisse war der angebliche chemische Angriff der Assad-Regierung auf Ghouta. Und nun haben wir eine ganz ähnliche Situation. Denken Sie, es kann eine echte Untersuchung vor Ort geben, so wie Moskau das fordert? Ich denke, eine rationale Vorgehensweise wären zwei Untersuchungen. Es sollte eine internationale Untersuchung geben, wahrscheinlich im Rahmen der UNO, da die Russen und die Amerikaner ein Eigeninteresse haben. Bei der UNO können Russen und Amerikaner aber ihre Argumente einbringen. Die zweite Untersuchung wäre eine amerikanische Untersuchung. Wir müssen untersuchen, wie ein solch falscher Geheimdienstbericht auf den höchsten Ebenen unserer Regierung entstehen konnte. Das ist etwas sehr Ernstes. Die Konfrontation mit Russland hat das Potenzial zu eskalieren. Wenn das wegen falscher Geheimdienstberichte geschieht, so ist das eine sehr ernste Sache. And if it's escalating over false intelligence claims, that is very serious. Außerdem würde ich sagen, dass eine solche Untersuchung dieses Berichtes auch komplett untersuchen sollte, was damals passiert ist, als Obama dazu gebracht wurde, zu denken, dass es einen Angriff der Assad-Regierung gegeben hat. Nachdem Obama zunächst geglaubt hatte, dass es die Assad-Regierung war, wurde ihm dann gesagt, dass das nicht unbedingt der Fall sein müsse. Ihm wurden also ursprünglich falsche Informationen gegeben, die dann korrigiert worden sind. Der Öffentlichkeit wurde das allerdings nie gesagt. Der Bericht des Weißen Hauses ist auf vielen Ebenen, ehrlich gesagt, ein Witz. Er nimmt an, dass an den fotografischen Beweisen nichts manipuliert worden ist. Ich denke, das ist eine mutige Annahme. Photographic evidence was not tampered with, which I think is a long way, or is a big assumption. Dann missinterpretiert er die fotografischen Beweise und kommt zu Ergebnissen, die das Gegenteil von dem sind, was dort zu sehen ist. Ich denke, dieser Bericht war beinahe mit Sicherheit politisch motiviert. Meine persönliche Einschätzung lautet, dass kein Geheimdienstoffizier der USA, der irgendetwas auf seine Reputation gibt, diesen Bericht unterschreiben würde. Wenn man sich die Munition ansieht, da ist ein Rohrstück, das üblicherweise benutzt wird, um Artillerieraketen herzustellen. Es sieht so aus, als sei es flach auf den Boden gelegt worden, mit einer Sprengladung darüber. Die Wirkung der Sprengladung hat den Behälter seitlich zerstört. Es sieht wie eine selbstgebaute Apparatur aus, um Gas freizusetzen, und nicht wie ein explosives oder explodierendes Geschoss.
Im amerikanischen System gibt es tiefsitzende Vorurteile gegenüber Russland. Aber nichts von dem, was Russland tut, häufig sind es ja Reaktionen auf Handlungen der USA, nichts von dem ist aggressiv. Und es wird nicht einmal analysiert. Niemand stellt die Frage, war das möglicherweise eine Reaktion auf etwas, das wir getan haben? Für mich sieht es so aus, als hätten wir eine Menge Dinge getan, die viele Handlungen der Russen erklären würden. Diese werden aber ganz einfach als aggressiv dargestellt, ohne eine Einschätzung der Motivation oder was das ausgelöst hat. Maria Sacharowa zur UN-Resolution zum Giftgasangriff in Syrien. Das ist Colin Powell und das Teströhrchen, Version 2. Colin Powell war 4-Sterne-General der US-Streitkräfte und Außenminister der Vereinigten Staaten von 2001 bis 2005. Am 5. Februar 2003 setzte er sich vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, UNSC, für den Sturz des damaligen irakischen Staatsoberhauptes Saddam Hussein ein, da dieser in Besitz von Massenvernichtungswaffen sei. Als angeblicher Beweis diente unter anderem ein Teströhrchen, in dem die biologische Waffe Anthrax aufbewahrt werden könne. Diese Behauptung Pauls war schließlich ausschlaggebend für den militärischen Angriff einer sogenannten Koalition der Willigen unter US-Führung auf den Irak, was zu massiven Kriegsverbrechen wie Zerstörung des Landes und allein bis 2006 zu über einer 500.000 zivilen Todesopfern führte. Im Jahr 2005 bedauerte Paul in einem Fernsehinterview den Weltsicherheitsrat mit später als falsch erkannten Tatsachenbehauptungen überzeugt zu haben. Er selber bezeichnete das als einen Schandfleck in seiner Karriere. Die maßgebliche Teströhrchen-Version 2 bezieht sich auf eine UNO-Resolution, welche die USA, Großbritannien und Frankreich kaum einen Tag nach dem vermeintlichen Giftgasangriff in Syrien dem Sicherheitsrat vorlegte. Demnach stecke der syrische Präsident Bashar al-Assad hinter dem mutmaßlichen Giftgasangriff auf sein Volk, wie für zahlreiche westliche Politiker wie Donald Trump, François Hollande oder Außenminister Boris Johnson vom ersten Tag an klar war. Russland jedoch sah zu diesem Zeitpunkt keinen besonderen Bedarf, eine Resolution anzunehmen. Diese sei überhaupt nicht geprüft, hastig vorbereitet und nicht gründlich, so Russlands stellvertretender UNO-Botschafter Wladimir Safronkov. Angela Merkel kritisierte Russland wegen der Blockade scharf. Ohne Moskau direkt zu nennen, sagte sie wörtlich: "Es ist eine Schande, dass keine Sicherheitsratsresolution zustande kommt. Und hier müssen gerade diejenigen, die sich verweigern, überlegen, welche Verantwortung sie damit auf sich nehmen." Daraufhin hat sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa zu Wort gemeldet. Am 5. April antwortete sie auf die Fragen einer Reporterin des US-amerikanischen Medienkonzerns CBS und bezog dabei Stellung zu den Vorwürfen, wie der UNO-Botschafterin der USA, Russland hätte kein Interesse am Frieden. Warum wird der vermeintliche Giftgasangriff nicht von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, vor Ort untersucht, bevor es zu einer sofortigen politischen Bewertung kommt und eine Schlussfolgerung gezogen wird? Warum wird Russland beschuldigt, nicht konstruktiv zusammenzuarbeiten, obwohl keiner zuhört, wenn Russland sagt, schicken wir doch die Experten los? Auch widerlegt Sacharowa den Einwand der CBS-Reporterin, dass es für eine Expertengruppe zu gefährlich sei, vor Ort zu arbeiten. Schließlich seien die vom Westen unterstützten sogenannten gemäßigten Rebellen vor Ort und die syrische Regierung halte eine internationale Untersuchung für ein Muss. Wenn es schon gefährlich sei, dorthin zu gehen, warum würden dann gefährliche Entscheidungen ohne Untersuchung auf absolut gefälschten Grundlagen getroffen? Sacharowa stellte die Glaubwürdigkeit der Organisation der Weißhelme in Frage, von der die Informationen und das Bildmaterial über den mutmaßlichen Giftgasangriff ausschließlich stammten. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums endete mit den Worten, dass die UNO-Resolution vollständig auf falschen Informationen basiere
und somit Colin Powell und dem Teströhrchen gleichkomme. Deshalb Version 2. Auch dies werde später bereut werden. Leider werden solche Stellungnahmen der russischen Seite oft der Propaganda bezichtigt und der westlichen Öffentlichkeit vorenthalten, so Sacharowa. Deshalb, liebe Zuschauer, nehmen Sie sich die folgenden gut 8 Minuten Zeit, sich die Stellungnahme Sacharowas bis zum Ende anzuhören. Und verbreiten Sie diese Sendung weiter, damit auch diese Seite das westliche Publikum erreichen wird. Über massivste Ungereimtheiten, wie der syrische Präsident Bashar al-Assad innerhalb weniger Minuten anhand höchst fragwürdiger Hinweise und ohne Untersuchung für den vermeintlichen Giftgasangriff verantwortlich gemacht wurde, berichtete Klagemauer TV in den eingeblendeten Sendungen. Hallo, CBS News. Russland sagt, der Luftangriff auf Khan Shaykhun geschah zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr. Sanitäter vor Ort sagen, der Angriff geschah Stunden davor. Wie kommt das? Richtig, Sie stellen eine brillante Frage. Warum wird diese Frage nicht von jenen gestellt, die den Resolutionsvorschlag zur Verurteilung des Chemiewaffenangriffs beim UN-Sicherheitsrat eingebracht haben? Sie als CBS-Journalistin sagen, es gäbe hier widersprüchliche Informationen. Wer hat die Aufgabe, die widersprüchlichen Informationen zu untersuchen? Wer? Sicher nicht die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Ihr Job ist die Politik. Um die richtige Politik bezüglich aller Ereignisse, Zwischenfälle oder Tragödien einzuleiten, benötigen Sie den Rat von Experten. Wie erfahren wir, wann, zu welcher Zeit die Luftangriffe geschahen? Es gibt Experten, um das zu untersuchen. Diese Experten müssen wir nicht erfinden. Es gibt eine Organisation, die als Teil einer größeren Organisation geschaffen wurde, die alle Vollmachten besitzt, dorthin zu gehen und zu untersuchen, was wirklich vor Ort geschah. Ich habe eine Frage. Warum haben die USA, Großbritannien und Frankreich hier nicht untersucht? Waren sie doch bei der Schaffung dieses Mechanismus dabei, jener Experten, die die Grundlagen des Geschehens sammeln sollen, so wie es sich vor Ort präsentiert? Es gibt diese Experten. Ich habe den Namen der Organisation schon früher erwähnt. Ich kann ihn nochmal heraussuchen. Ich rede von der OPCW-Mission zur Beseitigung der Chemiewaffen in Syrien. Warum wird dieser Mechanismus nicht benutzt? Und warum kommt es zu einer sofortigen politischen Bewertung? Sie wissen, wie die UNO arbeitet. Bevor man eine Schlussfolgerung zieht, gibt es einen Untersuchungsmechanismus, der vollzogen wird. Die Vertreter verschiedener Organisationen, die sich auf das eine oder andere Gebiet spezialisiert haben, übergeben ihre Ergebnisse den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats. Es gibt zum Geschehen spezielle Briefings an die eine oder andere UN-Abteilung. Gab es irgendwelche Briefings in dieser Angelegenheit? Nein. Hat jemand ein Briefing verlangt? Nein. Niemand hat irgendwelche Tatsacheninformationen verlangt, nicht einmal zu den Anschuldigungen vor Ort. Sie sind einfach vor den UNSC marschiert, haben diese Resolution vorgelegt und jetzt warten sie auf die politische Show. Das ist alles. Ziehen Sie in Betracht, dass das Video eine Fälschung ist? Ziehen wir in Betracht. Wissen Sie, wenn wir auf diesem Niveau von Raten oder Wahrsagerei arbeiten, dann stecken wir echt in dieser zweidimensionalen Realität von wir denken, sie denken fest. Lasst uns herausfinden, wer besser denken kann. Wir sollten nicht raten. Wir haben eine Gruppe von Experten, die vor Ort arbeiten sollten. Warum sind sie nicht dort? Verstehen Sie das? Nehmen wir ein alltägliches Beispiel, wenn etwas passiert. Ein Autounfall oder ein Raub, irgendwas. Dann werden CCTV-Bilder ausgewertet, man spricht mit Zeugen. Eine Expertenanalyse wird gemacht, wenn es ein Autounfall ist. Dann wird die Bewegung des Fahrzeugs analysiert, um zu erfahren, wie der Zusammenstoß geschah. Experten führen diese Arbeit durch. Tut mir leid, dies ist eine äußerst komplizierte Situation. Ein Chemiegasangriff, wie von unseren westlichen Kollegen behauptet wird. Lassen Sie mich wiederholen. Ist das etwas, was Diplomaten an einem runden Tisch untersuchen können? Welche Chemikalie wurde benutzt? Wie wurde der Angriff ausgeführt und zu welcher Zeit? Wie sehen
sehen die Beweise dafür aus? Also, wer sollte diese Untersuchung durchführen? Gut, ich könnte es verstehen, wenn es für solche Dinge keinen Mechanismus gäbe. Aber es gibt ihn. Warum wird er nicht eingesetzt? Ich kann es beantworten. Wenn er benutzt würde, dann würden diese Leute objektive Informationen auf den Tisch legen. Sie brauchen diese objektiven Informationen nicht. Heute wollen sie eine weitere politische Show, die die Einheit der westlichen Welt bezüglich der Assad-Regierung demonstrieren kann, damit sie weiter für ihre Interessen Einfluss nehmen können. Das ist alles. Mehr braucht es nicht. Wir erleben das immer wieder. Ein weiteres wichtiges Element bei dem Geschehen ist es, ein Dokument auf den Tisch zu legen, das von Russland ein Veto bekommt, aufgrund der Fragwürdigkeit des Dokuments, um der Welt wieder einmal mitteilen zu können, Russland würde nicht konstruktiv zusammenarbeiten. Wenn wir also sagen, schicken wir doch die Experten los, dann hört keiner zu. Wie ist so etwas überhaupt möglich? Und was die Organisation der Weißhelme betrifft, dann ziehen wir sehr wohl in Betracht, dass einiges von ihrem Material absolut komplett gefälscht ist. Was das konkrete Video anbelangt, von dem wir reden, es bedarf einer Experteneinschätzung. Wir haben Gründe, nicht an die Echtheit dieses Videos zu glauben. Und wenn es nur einer wäre, dann ist es ihre Geschichte, in der Vergangenheit gefälschtes Material verwendet zu haben. Die Tatsache, dass die Weißhelme Teil einer Propagandakampagne sind, die Tatsache, dass diese Organisation als Element einer Propagandakampagne benutzt wird, darüber haben wir überhaupt keine Zweifel. Der Oscar und all die anderen Dinge, der mögliche Friedensnobelpreis, da waren wir schon. Wir haben es kommen sehen. Wir haben über all das gesprochen. Dazu ist alles gesagt. Es gibt die Experten und sie sollten arbeiten. Wenn wir Schlussfolgerungen aufgrund politisch aufgeladener Motive ziehen, dann ist es das, was wir gerade erleben und weiter erleben werden. Die Experten können nicht dorthin. Warum können sie da nicht hin? Warum genau kommen sie da nicht hin? Ist es Damaskus, das es ihnen verbietet? Nein. Nein, es gibt da die Bedrohung durch Militante. Idlib ist wieder eine ganz andere Situation. Dort ist es gefährlich. Und welche Logik steckt dahinter? Wir beschließen bindende Resolutionen, die auf absolut nichts basieren, ja? Ist das nicht verrückt? Es ist sehr schwierig und gefährlich, sich dort aufzuhalten. Dann gehen wir halt zu Plan B über, Colin Powell mit einem Teströhrchen. Verstehe ich Sie da richtig? Wenn es zu gefährlich ist, um dorthin zu gehen, dann lasst uns halt Entscheidungen aus absolut gefälschten Gründen treffen. Aus unserer Sicht haben Sie keine Gründe für eine objektive Meinung dazu. Noch eine Sache. Sie sagen, es sei dort gefährlich. Aber wer ist dort, vor dem man sich fürchten muss? Wer ist in Idlib, der einer Experteneinschätzung der Lage im Weg steht? Wer? Die gemäßigte Opposition? Aber das sind Gemäßigte. Sie sind es, die Sie gemäßigt nennen, nicht wahr? Sie können doch immer mit Ihren Gemäßigten reden, oder nicht? Von der syrischen Regierung habe ich nicht gehört, dass sie die Experten nicht reinlassen würde. Die syrische Regierung sagt nur, eine internationale Untersuchung ist ein Muss, in Übereinstimmung mit allen UNSC-Entscheidungen und OPCW-Richtlinien und so weiter. Um was die Moderaten anbelangt, wer setzt sich für die Moderaten ein? Sie wissen das sicher. Warum treffen Sie kein Abkommen mit denen? Lassen Sie mich wiederholen. Ich weiß ganz genau, dass unsere Seite der Story das westliche Publikum nicht erreichen wird. Westliche Diplomaten werden sie hören, aber die westliche Öffentlichkeit wird davon einfach ausgeschlossen. Hören Sie mir zu. Es sind Ihre Vertreter, die sich an den UN-Sicherheitsrat wenden werden. Sie haben es bereits getan, mit einem Dokument, das komplett gefälscht ist. Es basiert zur Gänze auf falschen Informationen. Das ist Colin Powell und das Teströhrchen, Version 2. Sie werden sich später für Ihre Behörden schämen, für deren Taten beim UN-Sicherheitsrat. Halten Sie Ihre Regierungen auf. Das ist meine Bitte an die westlichen Vertreter. Stopp dem Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten öffentlich-rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Menschenfreundlich getarnte Angriffskriege
werden allem voran über sogenannte öffentlich-rechtliche Massenmedien gerechtfertigt und zugerüstet. Massenmedien tragen daher eine wesentliche Mitschuld an vielen Kriegen. Langjährige Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die vielgepriesene Medienvielfalt eine einzige Täuschung der Völker ist. Der Großteil der Massenmedien liegt dazu in nur sehr wenigen Händen. Mainstream-Medien bilden insgeheim die erste und nicht etwa die vierte oder fünfte Macht im Staat. Die Medien sind in den westlichen Ländern zur größten Macht geworden, mächtiger als die Legislative, die Polizeigewalt und die Rechtsprechung. Alexander Solzhenitsyn. Klagemauer TV. Klarheit durch intelligente Analytiker. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Medienklagemauer TV. Das Internet TV. News ab 19.45 Uhr. Mädchen Klagemauer TV ist eine Gegenstimme zu den Mainstream-Nachrichten und ermöglicht es, sich seine eigene Meinung zu bilden. Die anderen Nachrichten. Frei, unabhängig, unzensiert. Was die Medien nicht verschweigen sollten. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.